Und genau, sollte es. 1919, Ja, also, wir haben, liebe Zuschauer, heute Montag, den 12. Dezember 2022. Und 19 Uhr fängt es normalerweise an. Wir sind mal wieder 19 Minuten verspätet. Kommt vor, weil wir uns dann noch einfinden, gucken, wer noch kommt und die Thema oder Technik des Abends besprechen. So, also wir sind ja hier eine sehr offene Werkstatt, formal und inhaltlich, wie wir miteinander sprechen können. Die große Überschrift dieser Wandelgespräche immer montags abends ist es: Hier sollen alle mit allen freundlich über alles sprechen können. Und ja, wir machen es als Redekreis. Ihr seht die Technik, wie das dann läuft. Sonst erklärt der Dylan, der da auch der Zeitnehmer ist mit seinen Piepsuhren, die ihr dann hören werdet, noch was, was ihr vielleicht dann dazu noch wissen müsst. Und dann starte ich die erste inhaltliche Runde. Ach, halt, vergessen habe ich noch, dass wir begleitend einen Thread haben in unserem korruptionsbefreiten Forum www.freie-argumente-kultur.de. Also wer da auf die Hintergründe, auch was bisher so da so lief, es gibt ja auch einen YouTube-Kanal, wer da reinschauen möchte, kann das gerne in dem Forum tun. Und Damit starte ich die erste Runde. deine Homepage heißt global-love.eu, ne? Ja, genau, das ist so die Verteilerseite von allem so. Ja, danke, Dill, danke. Dann ist die erste Runde gestartet. Ja, ich schlage vor, Wechsel 6, Silvia, dass du beginnst, nochmal uns zu erklären, wie du das Leben oder das glücklichere Leben erreichen möchtest. Ja, danke schön. Ja, das möchte ich gerne für alle erreichen. Und mein Hintergrund ist der, ich habe mal ein Jahr ohne Geld gelebt in Frankreich und dann noch 8 weitere Jahre mit so wenig Geld wie möglich, also ohne Einkommen und ohne Wohnung. Und ich war sehr glücklich. Und ich habe mein Leben auch deswegen umgestellt, weil ich eigentlich auch gerne anderen Menschen ermöglichen möchte, mehr oder weniger irgendwie so zu leben und vor allen Dingen befreit zu sein von dem Zwang, für seinen Lebensunterhalt sorgen zu müssen, wie das bei uns so üblich ist. Und was ich mir überlegt habe, also aus der Erfahrung heraus, außerhalb des Systems gelebt zu haben, 9 Jahre, also auch ohne Krankenkasse, 7 Jahre davon, 2 Jahre im Wagen. Was ich mir überlegt habe, ist, was ich am besten fände, um jetzt von dem, was wir jetzt haben, dahin zu kommen, ganz ohne Geld zu leben, was ich glaube, irgendwann mal sein wird, aber ich weiß nicht wann. Und da habe ich so ein Übergangssystem praktisch erschaffen. Wie kommen wir von hier, diesem Kommen, in dieses ganz, wir brauchen kein Geld, wir kommen alles kostenlos, ja, was wir brauchen. Und habe ich gedacht, das Beste wäre so eine Art aktives Grundeinkommen von circa 1200 Euro. Und dafür tun die Leute aber nicht nichts wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, sondern aktives Grundeinkommen, weil ich mir wünsche, dass die Leute, die das können und nicht irgendwie verhindert sind aus irgendwelchen Gründen, die natürlich auch alle zählen, aber die, die das können, dass sie sich 1,5 bis 2 Stunden am Tag, täglich an 5 Tagen pro Woche, also Wochenende ausgenommen, einbringen mit einer Tätigkeit ihrer Wahl, die sie sich selber aussuchen dürfen aus einem Pool von Tätigkeiten, die dann gesammelt sind. Und das können sie auch immer mal wieder wechseln. Und genau, dass sie sich das aussuchen. Und daneben haben sie Zeit. Also mir wäre es halt sehr stark dran gelegen, dass, also es ist ein System, dass man gesund leben kann bis ins hohe Alter. Also dass man kein Burnout bekommt, deshalb nicht so viel arbeiten. Und daneben kann man sich eben um sein leiblich, seelisch, geistiges Gleichgewicht kümmern, irgendwas tun für sich täglich, was einem gut tut. Also ich gehe zum Beispiel jeden Tag 2 Stunden spazieren. Das ist so wie ein Allheilmittel für mich, weil Bewegungsmangel auch eine der Hauptursachen für Krankheiten ist. Daneben haben die Leute Zeit, sich gesund zu ernähren.
weil das ist eine weitere Hauptursache für Krankheiten. Und es dauert ja viel länger, eine gesunde Nahrung herzustellen, wie sich eine Pizza in den Ofen zu schieben. Und daneben haben sie noch Zeit, anderen selbst hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, wie Alten, Kranken, Behinderten und Kindern. Also das ist jetzt mal so mein System, in Anführungsstrichen, ja, was ich aus meiner Erfahrung heraus, außerhalb des Systems gelebt zu haben, als ideal ansehe, erstmal einfach nur um einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Menschen einfach bewegen können, also so frei wie möglich. Wer irgendwie nicht irgendwas nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, der kann das auch mitteilen. Also es ist ja soll ein menschliches System sein, vor allen Dingen, ja, und ein System, wo sich jeder auch irgendwie einbringen kann mit seinen Talenten und die auch gefördert werden, unterstützt, wo Wohlwollen herrscht gegenüber einander und keine Konkurrenz, sondern Kooperation. Und daneben würde ich vorsehen, dass es ein Wohnrecht gibt für Menschen, dass jeder das Recht auf eine Bleibe bekommt und dass die Leute auch keine Miete zahlen müssen, sondern nur die Unkosten, die Nebenkosten oder auch die sich an der Restauration dann halt beteiligen, Modernisierung. So, und genau, ein Geldsystem ohne Zins und Zinseszins, natürlich ein Übergangstauschwährungssystem. Genau, kann man gar nicht Geld nennen, also wie auch immer. Das sind so meine grundsätzlichen Ideen. Und ja, genau. Hat jemand Fragen, dann könnt ihr gerne rückfragen. Und soweit danke ich fürs Zuhören. Ich habe das auf meiner Another World-Site. Ich habe jetzt noch mal ein kleines Video gemacht von dem System, gerade auf YouTube. Ich stelle es alles noch hoch, auch auf meiner Another World-Site. Ich habe mein System auf 10 Seiten beschrieben, jetzt auch noch mal neu überarbeitet. Das kommt auch die nächsten Tage auf die Another World-Site. Und ich habe eine Telegram-Gruppe mit Interessenten dafür. Also ihr könnt euch gerne mit einbringen, weil das kann man ja natürlich nicht alleine. Da braucht es ja ganz viele Menschen, die ihr Know-how einbringen, um sowas umzusetzen und zu verwirklichen. Genau. Und wie das Geld reinkommt, wenn ich jetzt noch Zeit habe zum Reden, bis mich jemand unterbricht, entweder Crowdfunding, eine Sache, oder was mir vorschwebt, ist auch so eine Art, wie die Urchristen, dass die Menschen, die viel Geld haben, denen freiwillig, wie sie das möchten, abgeben, die wenig haben und die unterstützen, wie das die Urchristen damals getan haben. Das ist so meine Idee für eine schöne, bessere, andere Welt. Ich danke euch fürs Zuhören. Piep, 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 jetzt hättest du noch 20 Sekunden abzurunden. Abzurunden, okay, also, ja genau, und wenn ihr euch, ich brauche natürlich ganz viel Unterstützer für die Idee und Leute, die mithelfen wollen, also mithelfen oder sich einbringen wollen, die Interesse dran haben, dass die dann aber auch aktiv sich beteiligen, das entsteht. Ja, mein Vorschlag wäre, dass vielleicht jetzt Johannes uns mal erzählt, wie er im Moment so den Weg zu einem glücklicheren, besseren Leben so sieht, ne? Wenn Öffi nichts dagegen hat, gegen meinen Vorschlag. Hallo. Also ich würde da abstrakter werden. Und zwar, oder philosophischer. Ich sehe so das Grundproblem von dem Planeten hier, diese allgemeine Mind Control, also diese, also dass die Leute programmiert werden, und dann halt immer quasi jeder in seinem Bereich dann sozusagen dafür sorgt, dass alle auf Linie sind sozusagen, hat man jetzt bei Corona gemerkt, dass man angeschnauzt wird im Bus, Maske, dann musst du eine Maske tragen oder hier, wie, du bist nicht geimpft, dann fahre ich nicht mit dir Weihnachten und so. Und oder ich merke das halt auch bei mir, ich gehe halt nicht arbeiten,
die Reaktion dann von manchen, es gibt auch viele, denen ist das vollkommen egal, von manchen dann so diese Empörung und dieses Rüffeln, Zurechtweisen, also diese Empörung, also wie kann man denn nicht arbeiten gehen? Das ist doch das Wichtigste auf der ganzen Welt. Arbeiten zu gehen, es ist doch das Wichtigste, ist doch das Geld, also es geht ja hier um Geld, das ist das Wichtigste auf dem ganzen Planeten. Und deswegen ist das ja das Wichtigste, dass man arbeiten geht, also Beruf, arbeiten gehen, Geld verdienen. Und wie kann man das dann nicht machen? Und dann diese Empörung der Leute, da sehe ich einfach eine ganz flächendeckende, tiefgreifende Gehirnwäsche. Diese Mind Control und die letzten Endes die Herrschaft der Leute erst ermöglichen, die hier diese Richtung angeben, ne? Wohin wir uns entwickeln, weil einfach alle programmiert sind und alles mitmachen. Also angefangen beim, ja, ich muss ja mein Kind in die staatliche öffentliche Schule schicken. Das muss man ja machen. Man muss arbeiten gehen. Man muss Geld benutzen. Man muss. Und es ist alles irgendwie, also so diese frei. Also wenn wir wirklich Menschen hätten, die geistig frei wären, hätten wir nicht diese Verhältnisse hier. So. Also ein Weg quasi, man müsste einen Weg finden, diese Mind Control, diese Gehirnwäsche vielleicht zu überwinden der Massen, sag ich mal. Also ich sag mal vielleicht 70, 80, 90% der Menschen, die eben programmiert sind und nicht für sich selber denken können. Ja. Wenn du erstmal Pause machen möchtest und den Rest deines Kontos aufheben möchtest, sagst du jetzt einfach Wechsel. Ne? Wechsel. Also das wäre so jetzt erstmal meine Idee in der Kurzfassung. Ja, dann immer wieder dann Wechsel 5 sagen, wenn du nochmal weitermachen möchtest. Wechsel 5. Ach so. Was soll ich sagen? Wechsel 5. Du bist die Nummer 5 heute. Wechsel 5. Ja, mach gerne weiter. Ach so, ich soll nicht weitermachen. Nee, du darfst weitermachen. Okay. Ja, das war eigentlich schon alles so in der Kürze und Würze und das ist es halt dieses Teuflische, dass du die Leute mit dieser Salami-Taktik halt immer dahin bringen, wo sie sie hinhaben wollen. Und halt das Gros der Menschen sieht es halt nicht, dass sie programmiert sind. Und einige wenige sehen es halt. Ja, aber das war es eigentlich so von mir. Ja, dann sag einfach Wechsel. Wechsel? Ja. Wechselwunsch, Wechsel 3. Wechsel 3, ja, gerne. Ja, da sind jetzt ja so ein paar Sachen, Begriffe gekommen, zum Beispiel Arbeit, den will ich mal aufgreifen. Sowohl bei Silvia wie auch bei Johannes war, glaube ich, das Wort Arbeit gefallen. Und ich finde, also ich lebe ja als Systemaussteiger ohne Staat und Geld, also in keiner Lohnarbeit oder so. Und ich glaube, dass dass im Kapitalismus die Arbeit so madig gemacht, also, oder ich sag mal so, ich finde, Arbeit ist eigentlich etwas Wunderschönes im Sinne von etwas tun, sich seine Potenziale entfalten, was auch immer, Garten oder eine Jurte bauen oder sonst was. Das Problem ist, dass im Kapitalismus diese Arbeit den Menschen so madig gemacht wird durch diese Struktur, dass die Arbeit zur Qual wird und eigentlich die Arbeit, die so schön sein könnte, wenn wir eben nicht dieses System hätten, ja, also dass die Arbeit im Kapitalismus so qualvoll gemacht wird durch diese kranke Rahmenstruktur und dieses Geldsystem. Und
für mich, wenn ich jetzt hier im Camp bin, ich verdiene hier ja kein Geld. Ne? Ich kann dann hier ein Schild malen, ich kann dann hier den Banner zwischen den Zelten aufhängen, ich kann dann hier kochen und das ist, also für mich ist das dann, ich lebe dann, ne? Also Leben, Arbeit, das ist dann im besten Falle miteinander verschmolzen und nicht in diesem, in dieser, in diesem Extrem, also dass man dann vormittags arbeitet und dann mal locht, um sich dann im Nachmittag dann irgendwas kaufen zu können, dass man dann wieder eine Ausgleichsbefriedigung schaffen möchte oder wie auch immer. Also im Prinzip sehe ich so, die Arbeit ist eigentlich etwas sehr Schönes, aber das System hat uns das so madig und kaputt gemacht, dass es mich dann auch nicht wundert, dass die Leute dann keine Lust haben zur Arbeit, zu dieser Lohnarbeit hinzugehen. Ja, das ist das eine zum Thema Arbeit und ja, und dann noch zum Thema Gesundheit. Da kam jetzt von dir, Silvia, der Begriff Bewegung und Ernährung. Also ich denke, ich bin ja so geistig orientiert und ich glaube, dass Gesundheit vor allem durch Sinn entsteht. Also wenn ich Klarheit in meinem Denken habe, wenn ich da nicht in irgendwelchen Widersprüchen und Verheimlichungen lebe, sondern wenn ich dann einen klaren, gesunden Geist habe, das ist für mich eine Quelle von Gesundheit, weil wenn ich einen klaren Geist habe, dann habe ich auch nicht so viel psychischen Stress, also dann habe ich eine gewisse, ja, ich bin noch kurz zu Ende, dann habe ich eine gewisse, ja, durch die Klarheit weniger, im besten Fall dann weniger Widersprüche und einen ruhigeren Geist, der mir dann mehr Kraft gibt, um zu leben. Wechsel. Wechsel 4. Ich habe nur gerade das hier nochmal abgewartet, die Technik. Wechsel 4, ja. Also erstmal zur Silvia. Also bei mir hat sich was Neues getan. Wir haben ja im Weltrat und bei den Next Scientists for Future unsere 22 Professoren und so weiter letztendlich die als Weltlösung die sogenannte Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination oder kurz GWÖ, GWO-Kombi. Und wir haben vor einigen Monaten 4-Jahres-Bilanz gemacht und haben unsere Aktivitäten deutlich reduziert, weil wir keine Hoffnung mehr haben, dass es überhaupt noch ein politisches Aufhalten des Niedergangs der Menschheit geben kann, ja, weil nicht genügend vernünftige Menschen auf der Erde sind. Also wir haben ja das Forschungsergebnis, dass die Menschheit Jahr für Jahr Gehirnsubstanz verliert, weil der Kapitalismus eine Rückevolution des Gehirnes zur Folge hat. Wir haben in den letzten Jahrzehntausenden nach Ansicht vieler Forscher schon 0,2 Liter verloren, sind also von 1,5 Liter Gehirngröße auf 1,3 Liter geschrumpft mit Tendenz auf 1,2, 1,1, 1,0. Und eine unvernünftige Menschheit schafft keine politischen Lösungen. Ich setze jetzt darauf, dass wir vielleicht es schaffen, 1000 Leute für unsere 11 Locations, Kommune-Locations, Gemeinschafts-Locations zu finden. Ich selbst biete ja die Gemeinschaft Köln-Süd an und sehe nur noch darin etwas Glückliches. Und zu Yannick noch mal ganz kurz zur Ernährung. Ich glaube schon, dass Silvia recht hat. Also die Ernährung spielt unabhängig von der geistigen Sinnorientiertheit aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Rolle Richtung Gesundheit und so weiter. Ich bin ja auch gerade dabei, ich habe eine neue Technik entwickelt, wie ich es jetzt endlich schaffe, immer wieder abnehmen zu können. Ich habe jetzt eine neue Technik entwickelt, die wunderbar funktioniert. Ich bin gerade mitten im Fastenprozess, ich bin gerade im 5. Tag Heilfasten sozusagen. Und das kriege ich jetzt endlich hin. Ne? Und das funktioniert, kann ich jederzeit wieder anwenden. Ja, zu Johannes, ganz kurz, Mind Control, Gehirnwäsche und programmiert waren drei Stichworte von dir. Und das
will ich jetzt nur mal darstellen, genau das hat der Weltrat, die Weltspitze der Naturwissenschaften, der Psychobiologie, Evolutionspsychologie und Biopsychologie in den letzten 54 Jahren zu Ende erforscht. Und ich sage mal, wie das bei uns heißt. Das sind einfach nur andere Worte. Ja? Das heißt, wir haben erkannt, dass ab der Erfindung des Tauschhandels und damit der Vorstufe des Kapitalismus lauter Sparten entstanden sind. Die Pharmasparte hattest du angedeutet, die Medizinsparte, die Gesundheitssparten mit ihren eigenen Interessen. Und jede dieser Sparte hat in sich irgendwelche, wir nennen sie auch in der Wissenschaft zum Beispiel parasitäre Meme, irrationale Kognition, Killerviren des Geistes, besser übersetzt mit vorteilbringenden Irrtümern. Also die Pharmakonzerne glauben bestimmte Irrtümer, die der Gesellschaft schaden, ihnen aber Milliarden Profite bringen. Und denen fällt es natürlich schwer, diese Irrtümer aufzugeben, weil sie so gut davon leben, ne? Weil sie so viel Geld damit verdienen. Und damit senden die Pharmakonzerne eine ständige Gehirnwäsche in die Bevölkerung raus, dass zum Beispiel die Bevölkerung auch glaubt, dass nur teure Chemotherapien ihnen bei Krebs helfen könnten, was gar nicht der Fall ist. Denn ich habe viele Leute kerngesund gekriegt bei Krebs ganz ohne Chemie. Ne? Und jede Sparte sendet aber auch Gehirnwäsche aus. Also auch zum Beispiel das Arbeitsamt, die Sozialsparten. Jede Sparte neigt dazu, ihre eigenen Profite zu vergrößern durch Manipulation und Gehirnwäsche der Restbevölkerung und der Politiker. Die Politiker sind also auch voll von diesen vorteilbringenden Irrtümern und sind programmiert mit diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und sozusagen, und dadurch ist die ganze Gesellschaft kaputt. Der Kapitalismus ist der Zerstörer der Menschen, weil er sozusagen alle Gehirne vollfüllt mit den vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten und dadurch ist es sogar möglich, dass wir noch nicht mal die 1000 vernünftigen Menschen für unsere Kommunen finden können, weil die meisten Menschen sind vom Kapitalismus so durchmanipuliert, dass sie gar nichts anderes denken können als diese vorteilbringenden Irrtümer, diese Gehirnwäsche oder diese Programmierungen. Ja? Mhm. Ich mache erstmal Pause, Wechsel. Wo irre ich mich, ist ja meine Standardfrage. Sagt mir, wo ich mich irre mit dem, was ich gesagt habe. Wer ist jetzt dran? Jeder, der möchte, kann sich melden. Außer du hast dein Konto schon ausgereizt für diese Runde. Du kriegst dann in der nächsten Runde wieder ein neues Konto. Gut. Ja, Wechsel 2, wenn ihr möchtet. Ich teile, also ich finde da keinen Irrtum dran, was du sagst, Dill, mit den vorteilbringenden Irrtümern. Teile ansonsten das, was der Yannick gesagt hat, und würde das gerne aufgreifen. Ich glaube, ein Irrtum, ein vorteilbringender Irrtum, der auch in Gesprächen wie jetzt den unseren oft drinsteckt, also ein bisschen bei der Silke, beim Johannes, ist die Vorstellung des zersplitterten Einzelindividuums. Wir stellen uns dann Arbeit so vor, ja, inwiefern muss der Einzelne denn was machen und so viele Stunden und dann hat er Freizeit. Ich glaube, dass das eben nicht so der lebensgerechte Begriff von Arbeit ist, sondern stellen wir uns vor, da ist ein Familienbauernhof und die Bauernfamilie will mit dem Bauernhof umgehen. Dann setzen die sich zusammen und überlegen, was können wir hier alles Sinnvolles machen. Das werden sie als Arbeit verstehen. Also etwas, was nicht nur im Moment gerade so sich selbst genügt, ne, man hat mal gerade ein Späßchen, sondern kreatives, schöpferisches Mitwirken an diesem Familienbauernhof. Und dann haben die einen ganz anderen Begriff von Arbeit. Wir denken, das ist die äußere Pflichtarbeit und dann gibt es eben die Freizeit. Und ja, und das berührt jetzt auch sich mit dem, was der Johannes gesagt hat. Also ob wir von außen programmiert werden, das ist die eine Frage. Aber programmieren wird uns denn von innen?
Oder wäre es so, dass wir wie ein Computergerät sind und wenn die Software oder Steuerung von außen, das Programm von außen aufhören würde, ja, dann liegen wir in der Ecke wie ein Computer ohne Betriebssystem und ohne alles. Und ab und zu hoffen wir vielleicht noch, dass man uns ein Häppchen Strom gibt oder so. Aber da ist kein eigenes Programm. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die sagen, oh, wie schlimm, wir werden von außen programmiert, sich nicht überlegen, dass Selbstbestimmung und ein wirklich selbstgegebenes eigenes Sinnprogramm oder wie eben bei der Bauernfamilie auf dem Bauernhof, die selbstorganisierte schöpferische Arbeitsvorstellung, wofür überhaupt das Ganze, ne? Was ist der Sinn und wie kann ich mich da kreativ und sinnvoll einbringen in die gesamten Abläufe? Ja, das hat man zu wenig. Und ich glaube, wenn man bei sich selbst anfangen würde, wenn man das umdrehen würde, wenn man nicht sagen würde, stopp die äußere Programmierung, sondern wenn man von sich aus von innen anfangen würde, ich programmiere mich jetzt selbst, dann kann man in dieses Programm ja auch Sicherungsmechanismen mit einbauen. Zum Beispiel will und kann ich mich oder darf ich mich von außen steuern lassen? Und wenn ich denke, nein, ich darf mich von außen nicht steuern lassen, dann sage ich nein. Und bin bereit mit gewaltfreien Widerstandsaktionen, mit Kommune-Experimenten, in die ich mich begebe, da eben einen ganz anderen Lebensansatz für mich zu wählen. Aber ich warte nicht darauf, dass irgendwer anders irgendwelche anderen Programme abschaltet, sondern ich entwickle dieses eigene Programm auch kritisch gegenüber anderen Programmierungen und gehe dann voll in die Aktion und die Eigeninitiative und die Kommune-Mitgestaltung, ne, für eine verantwortliche Entwicklung der Welt und solche Sachen. Ja, okay, das wäre das Ende. Wechsel. Wechsel 4. Ja, also ich möchte noch mal ergänzen, dass der Öffi aus Sicht von Weltrat, Next Scientists for Future und besonders natürlich von mir aus, ich widerspreche dem Öffi sehr oft und sage Gegenargumente gegen sein Konzept. Und wir haben diese Ebene ja hier in diesen Gründen, dass wir nach dem Motto sprechen, wo ihr ich, wo du und uns gegenseitig auf Irrtümer ansprechen und so weiter. Aber was Öffi auf jeden Fall geschafft hat, dass wir hier jetzt die aus meiner Sicht weltbeste Gesprächssituation überhaupt haben. Denn ich kenne keine Talkshow, in der alles auf den Tisch kommen kann, wo alle Leute unzensiert teilnehmen dürfen und eben dann ihre Sichtweise der Welt darstellen dürfen und so weiter. Mit dieser dieser Popper-Anteil ist ein bisschen von mir gekommen, jetzt mit diesen Redezeituhrentechniken. Aber der Öffi hat generell die einzige, die ich kenne, wirklich offene Gesprächssituation der Welt geschaffen und das ist absolute Weltspitze und damit, liebe Fernsehzuschauer, seid ihr hier genau richtig. Denn wenn kommt zu uns, sagt uns, wo wir uns irren, wo ihr denkt, dass ihr noch ein besseres Konzept hättet als die jetzigen Teilnehmer und wie gesagt, der Lucky, der hätte jetzt uns ja auch noch mal ein anderes Lösungsmodell vorgestellt und das ist der richtige Weg. Aber leider ist die Menschheit so unvernünftig, dass sie lieber Talkshows hat, wo die Leute zensiert eingeladen werden, nur die sozusagen die Gehirnwäsche vertiefen, eingeladen werden und niemand sonst. Und alle, die anders denken, nicht eingeladen werden. Ja, also wir waren ja damals bei Corona auch die allerersten, die gesagt haben, da stimmt was nicht, die ganze statistische Umgehensweise ist unseriös aus wissenschaftlicher Sicht. Und so weiter. Aber niemals wurden wir eingeladen, weil man will gar nicht Andersdenkende hören. Wir haben ja das Phänomen, dass sogar sozusagen, ja, also Ende. Also Wechsel. Ende bedeutet Wechsel gleichzeitig. Wir haben noch Konto auf die Silvia, die 5 hat noch Konto und, nee, die 5 ist der Johannes, hat noch Konto und, ja, sonst niemand. Jetzt die Frage an dich, Johannes, wer hat was dagegen, dass wir in die nächste Runde gehen, wo alle wieder neues Konto kommen? Also wenn du jetzt noch was sagen willst, solltest du deine Zeit gerne nutzen, ne? Ja, also ich wollte noch ganz kurz zu Öffi sagen.
Das ist natürlich richtig, das ist natürlich ein tolle, also wichtig, was du gesagt hast, dass man dann sozusagen selber sein Leben so gestaltet, wie man sich das dann selber vorstellt. Aber du sagst ja auch Kommune und so. Also ich habe zum Beispiel hier in der ungeimpften Szene, sage ich jetzt mal, in Hamburg seit über einem Jahr, ich habe immer wieder angesprochen, so mit Aussteigen und so, andere Lebensformen. Und da war wirklich von Aberdutzenden von Menschen, war Udi Josi zum Beispiel, die hoffentlich auch bald noch in den Telegram-Kanal kommt, die ist schon sehr weit da mit dem Ausstieg. Aber jetzt zum Beispiel hier in Hamburg, von den Aberdutzenden von Menschen, die ich kennengelernt habe seit Spätsommer 21, da war nicht einer dabei, der wirklich gesagt hätte, ich bin wirklich bereit, diesem System den Rücken zu kehren. Und insofern Kommune, also das würde ja voraussetzen, dass man auch andere Menschen hat, mit denen man das dann gestalten kann, die ich bis jetzt noch nicht wirklich habe, ne? Auch deswegen ist es ja auch gut, dass ich jetzt hier bin. Wechselende. Hat jemand was dagegen, dass wir die nächste Runde betreten? Also nicht. Dann richte ins pa dauert ein paar Sekunden, bis ich die Uhren wiedergestellt habe. So. Und. So, alle haben wieder volle Konten, ne? Und ja, legt los. Dann mache ich mal bitte weiter. Jetzt habe ich es Wechsel auch 6, einfach verstanden. Wechsel 6 sagen, ja? Weil ich muss ja immer wissen, welche Uhr ich anstellen muss. Ah, meine Uhr. Wechsel 6. Einfach Wechsel 6 sagen und dann loslegen. Ah, ich dachte, vorher wäre ich die 1 gewesen, aber davor war ich die 6. Okay, also wieder das Wechsel 6. Ja, los geht's. Also, ja, ich wollte jetzt noch ein paar Sachen hinzufügen, also wo wir jetzt über Arbeit gesprochen haben. Ich benutze nicht den Begriff Arbeit, weil Arbeit ist für mich was, was man im Austausch gegen Geld macht. Ich benutze gern den Begriff produktive Tätigkeit. Und mir geht es ja auch nur darum, dass es irgendwie, weil die Gefahr besteht, wenn jemand einfach genug, ich sag jetzt mal, bekommt an Lebensunterhalt, dass er gar nichts mehr tut. Also das ist das, was wir jetzt hier bei vielen Leuten haben. Also ich habe ja lange in Frankreich gelebt, da war das jetzt auch nicht anders. Die Leute, die das Minimum bekommen, die machen. Wechselwunsch. Jetzt hast du 20 Sekunden rund zu machen. Ah, das war aber jetzt kurz. Ja, Wechsel, das ist diese neue Technik, dass man direkt nochmal auf dich was fragen kann oder eingehen kann. Okay, Wechselwunsch. Jetzt habe ich 20 Sekunden des Abdruck. Jetzt habe ich es mit. Genau, deinen Ich Gedanken bin. bisher erstmal abzurunden und dann frage ich was dazwischen zum Beispiel. Ah, okay. Ja, genau. Also, genau. Und deshalb sage ich lieber produktive Tätigkeit. Und für mich ist die Freiwilligkeit eben auch wichtig. Genau. Im Gegensatz zum Zwang oder so. Also das. Und auch nur Leute, die das können. Also wenn jemand oder wollen auch, ja. Also das finde ich irgendwie ganz wichtig. Wenn jemand sagt, oh, ich habe, das weiß ich, Depression, ich kann das nicht, ich will das nicht, dann finde ich das auch in Ordnung, ja. Also deshalb, ich rede auch nicht von Arbeit. Ja. Ende, ja. Wechsel 4. Ja, Silvia, woher nimmst du den Optimismus, den wir im Weltrat verloren haben, dass überhaupt noch mal eine neue Gesellschaftsordnung kommen könnte? Ich habe nämlich daran tiefe Zweifel. Wir haben da in unserer Vierjahresbilanz, wir haben alles versucht, wir haben hunderte Gespräche mit Politikern geführt, ganz freundliche, tolle, nette Gespräche über unsere Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, die ja Gutes tun, belohnt und so weiter.
Und ist alles sinnlos. Es passiert nichts. Der Kapitalismus läuft völlig ungebremst weiter. Die Gehirnwäsche, alles läuft weiter. Ja, woher nimmst du denn die Hoffnung, dass zum Beispiel dein System auch nur irgendwie in der Gesellschaft diskutiert würde, in einer Gesellschaft, wo in die Talkshows nur eingeladen wird, der im Prinzip sagt, weiter so, Ukraine-Krieg, 100 Milliarden jetzt und so weiter. Wechsel? Jetzt kannst du sagen, Wechsel 6. Wechsel 6? Ja. Also ich bin halt ein gottgläubiger Mensch. Und da steht eben schon, ich weiß nicht seit wann beschrieben, was jetzt auch passiert, dass irgendwann eine Endzeit ist und dann werden sich die, dann wird die Menschheit, sagen wir mal, geteilt. Dann ist die einen, die sagen, wir glauben an Gott und die werden weiterleben und das goldene Zeitalter begründen. Und die anderen, die sagen, das ist mir alles egal mit dem Gott oder was auch immer da ist. Und die werden die Zahl des Tieres annehmen, die 3 mal die 6 und so weiter, Mikrochip, wie auch immer, was da kommen wird. Und diese werden einfach nicht weiter mitgehen können ins goldene Zeitalter. Und genauso wie auch, habe ich auch alles versucht, was ich irgendwie konnte, mit meinen Fähigkeiten als einzelner Mensch irgendwie was zu tun, habe ohne Geld gelebt, um den Leuten zu sagen, wir können ohne Geld leben und so weiter. Keiner muss das machen. Das stimmt alles nicht, sozusagen. Ja, und ich habe das auch nicht gesehen. Aber trotzdem habe ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe halt diese Hoffnung. Und ich glaube halt auch, jeder ist selbst verantwortlich, was vorhin auch schon angesprochen wurde, auch Offer irgendwie erwähnt hat, also wo Johannes sagte, ja, wir werden hier, hier ist ja riesen Brainwashing und so weiter, Mind Control. Ne? Ende bedeutet Ende. Ne? Ach so, Ende. Ja, okay. Also wir sprechen ja hier so nach dem Motto, wo ihr, ich, wo du, gell? Und für mich ist es halt so, ich muss erklären, ich bin katholisch erzogen, ja, meine Großmutter war absolut gottgläubig und so weiter. Und ich habe halt den Glauben an Seelen, an Geister, an alles, an Götter und an alles verloren, durch die Naturwissenschaften. Also die haben, da habe ich mich halt immer gefragt, ob die Physiker, die Chemiker und die Biologen, ob die irgendwie, ob die Physiker besonders einen Grund haben, nämlich einen Gewinn, also einen vorteilbringende Irrtümer mir zu sagen, also mich zu manipulieren, mir eine Gehirnwäsche beizubringen, dass es all diese Dinge wie Seelen, Geister und sonstige Dinge gar nicht gäbe. Und da bin ich zum Ergebnis gekommen, nein, die können nicht dadurch profitieren, sondern ich vertraue, das ist natürlich eine Vertrauensfrage, diesen Tausenden von Physikern, die ins All geschaut haben, die ins Leben geschaut haben, in die Chemie geschaut haben und die Biologie und die alle bis auf ganz wenige Ausnahmen ganz klar sagen, sie haben niemals, wo bin ich jetzt? Sie haben niemals irgendwas gesehen, was in diese Richtung geht. Und von daher bin ich halt wirklich dadurch dann zum Naturwissenschaftler umerzogen worden, ne, und glaube an gar nichts mehr, was in dieser Hinsicht gezeigt wird. Wechsel? Wechselwunsch, Wechsel 3. Wechsel 3, ja, los. Ich wollte sagen, zu Geister, oder wenn man jetzt sagt, ich glaube nicht an Geister, also man kann es ja auch einfach so sehen, dass der Geist die Gedankenwelt ist eines Menschen. Und die Geistesinhalte, also der Geist mit seinen Geistesinhalten, den man erlebt. Wechselwunsch? Das, ja, Wechsel. Ja, Wechsel 4. Ja, für uns Naturwissenschaftler gibt es halt nur das Gehirn und die Manipulationsprozesse im Gehirn, die wo jede Sparte quasi das Gehirn füllt mit vorteilbringenden Irrtümern und so weiter. Und für uns gibt es halt nur das Gehirn, für uns Naturwissenschaftler. Wechsel?
Wechsel 3. Also gut, aber würdest du denn dann sagen, es gibt Geist und Materie oder gibt es auch gar keinen, also Wechsel? Wechsel 4, es gibt für mich ja als Naturwissenschaftler nur Materie. Also für mich gibt es nichts anderes, weil alles, was im Gehirn geschieht, sind materielle, elektrische, chemische, physikalische Prozesse und sozusagen, und genauso wie die DNS aus Materie besteht, also das Genom, besteht auch das Gehirn aus Materie und alle Denkprozesse sind quasi, und alle Denkprozesse sind reine materielle Prozesse im Rahmen der Evolution. Wechsel? Wechsel 3, da würde mich jetzt mal Öffis, was Öffi jetzt dazu denkt, würde mich jetzt mal interessieren. Wechsel? Ja. Ja. Also der Öffi hat mehrere Dinge zu sagen. Aber Wechsel 2 bitte nicht vergessen. Ja, genau, Wechsel 2. Also was die Materie angeht und den Geist, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man da sagen kann, es wäre schon sehr gut, wenn wir mit sehr offenen Horizonten denken. Also einerseits ist es so, dass wir sehen können, Materie, was ist das letztlich? Also wenn wir die Materie immer weiter verfolgen, dann erreichen wir die Situation, dass wir sagen, es wird zu Energie, also auch die festen Teilchen sind umwandelbar in Energiewellen und Strahlungen. Es könnte am Ende sein, dass das Lichtphotonen sind und man geht ja noch weiter, die Quarks und was weiß ich, wo man da immer landen wird. Ich glaube, dass jedenfalls unsere Vorstellung von Unterscheidbarkeit zwischen dem, was wir feste Materie oder Schwingungen nennen, auch geistige Schwingungen, das wird letztlich da ineinander übergehen. Wir haben im Bereich der Mikrophysik und Quantenphysik haben wir ja auch Phänomene, dass dabei die Unterscheidbarkeit zwischen dem beobachtenden Wissenschaftler und seinem Objekt, seinem Forschungsobjekt, nicht mehr scharf durchzuhalten ist. Das heißt, dass unsere Vorstellungen und die, das Betrachtete eine Synergie in einer Form annehmen, die wir mit den üblichen Nebeneinander-Mustern nicht mehr erklären können. Also das ist das eine. Aus der materiellen Wissenschaft selbst heraus, wie offen sind die Horizonte zu halten. Dann gibt es aber eine geistige Begründung auch, nämlich, dass unser Geist in der Lage ist, Kategorien wie Raum und Zeit, also ein Körper wird ja definiert, er ist eine bestimmte materielle Substanz an einer bestimmten Stelle im Raum. Es kann nicht gleichzeitig da eben eine andere körperliche Substanz an dieser selben Stelle sein. Also so wird ja Körperlichkeit dann auch definiert. Und also da haben wir mit unseren geistigen Möglichkeiten, unseren Kategorien, die Möglichkeit, Raum und Zeit zu übersteigen und selbst auch zum Begriff zu machen. Und das kann, da kann man ungefähr so sagen wie, ja, ein Fisch, der nur im Wasser ist, der kann das Wasser nicht unterscheiden von der Luft oder so etwas. Das heißt, um solche Unterschiede machen zu können, auch begrifflich machen zu können, müssen wir ein Unterscheidungsvermögen haben, was sozusagen einen übergeordneten Beobachterstandpunkt einnehmen kann. Das heißt, um Materie und Geist unterscheiden zu können, um Raum und Zeit und alles unterscheiden zu können, müssen wir immer schon eine höhere Ebene von Beobachterstandpunkt auch einnehmen können. Das kann man als die Dimension des Geistes betrachten, der über all das damit hinausreicht in gewisser Weise. Und das ist nur das eine, also unsere geistige Erkenntnisfähigkeit übersteigt Raum und Zeit und damit die eng gefassten Definitionen von Körperlichkeit. Aber es geht ja noch viel weiter. Also wir können hingehen und können das unterscheidende Denken übersteigen auch zu einer Vorstellung, Ende. Wo alle Begriffe sich auflösen, alle Gegensätze so. Da sage ich dann an anderer Stelle. Also war jetzt Ende wahrscheinlich meine Zeit insgesamt. Ja. Gut, dann Wechsel mache ich an anderer vier. Stelle weiter. Ja, also generell, das bedeutet nicht, dass ich Wissenschaft generell glaube. Ich halte 90% aller wissenschaftlichen Ergebnisse für Pseudowissenschaft. Ja, also, aber ich frage mich immer, kann jemand
durch Irreführung der Gesellschaft Geld machen, Profite machen, dann misstraue ich jedem Forschungsergebnis und jeder Studie. Wenn ich sehe, dass kein Geld zu machen ist, dann glaube ich eher, weil dann es keinen Grund gibt, warum Hunderte oder Tausende von Forschern sozusagen sich irren sollen, wenn es dafür keine Profite gibt. Also zum Beispiel, ich glaube kein Wort, was die Pharmaforschung und Wissenschaft sagt. Ich glaube kein Wort, was die Medizin- und Psychotherapieforschung sagt, weil ich heute weiß, dass es sich dann 99% um Irrtümer handelt. Aber ich glaube halt denen, wo keine Belohnung für Unwahrheiten oder für Irrtümer existiert. Und dann noch zum Johannes nochmal. Ich war ja damals geladen in der Sendung 12 beim Corona-Ausschuss und habe mit Dr. Wodak und den anderen allen geredet und habe versucht, die etwas noch in die Realität noch stärker zu bringen. Und ich kann das nur bestätigen. Leider hat diese ganze Bewegung keine richtigen Tendenzen zum Aussteigen und hat politische Konzeptionen, die nicht umsetzbar sind und die nichts bringen würden, abgesehen davon, dass es vielleicht wahrscheinlich überhaupt keine politische Lösung mehr in der Menschheit geben wird. Deswegen sage ich ja, unsere Kommunen sind sozusagen Inseln des glücklichen Lebens als Ziel in einer kaputtgehenden Welt. Wechsel. Ja, Wechsel 6. Ich wollte noch sagen, also was ist für mich Naturwissenschaft? Naturwissenschaft ist der Versuch, die Welt ohne Gott zu erklären. Wechsel 4. Ja, und für mich, liebe Silvia oder Silke, für mich ist das absolut rund und überzeugend. Es ist aus meiner Sicht absolut überzeugend gelungen, die Welt, ganze Welt ohne Gott zu erklären. Wechsel. Wechsel 4. Also da ist so eine Rundheit für mich drin, nach 50 Jahren Naturwissenschaft, dass sozusagen eine totale Rundheit. Ich habe das Gefühl, ich kann alles und jeden Menschen und jede Sparte und den Kapitalismus alles rund erklären, was ich nicht könnte, wenn ich glauben würde an Dinge, die die ganzen Physiker nie gesehen haben. Ende. Also Konto haben noch, der Johannes hat noch Zeit, das Konto 3 ist noch gut gefüllt, könnt ihr also Öffi oder Yannick nutzen. Und die Silvia hat auch noch schön Konto, die Nummer 6, ne? Da hat auch noch Konto. Ja, dann Wechsel 6. Weil du sagtest, ja, du bist katholisch aufgewachsen, also ich bin auch katholisch aufgewachsen, aber es ist ja die Frage, ob die katholische Kirche wirklich, ich sage jetzt mal, Jesus, der hier auf die Erde gekommen ist, der Christus repräsentiert, der hier als Repräsentant seines Vaters, der Schöpfer Gottes auf die Erde gekommen ist, repräsentiert, weil Jesus sagt zum Beispiel, mein Vater ist nicht in Tempeln zu finden. Das dritte Gebot Gottes in der Genesis heißt, du sollst dir kein Bildnis machen und es um Gottes Willen auch nicht anbeten. Das will dieser Gott nicht. So, und was stehen da? Da stehen Kreuze mit Bildnissen drauf. Also stelle ich jetzt mal die Frage in den Raum, kann denn überhaupt so eine Kirche zumindest diesen biblischen Gott repräsentieren, wenn sie schon mal gegen die permanent
gegen die 10 Gebote verstößt. Außerdem heißt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verzichte auf alles, was er hat. Ja, verzichtet die Kirche auf alles, was sie hat, um Jesus zu repräsentieren? Nee. Also es sind ganz, ganz viele Hinweise darauf, deutlich sichtbar, dass diese Kirche nicht den biblischen Gott repräsentiert. Und dann ist es natürlich klar, und es ist mir genauso passiert wie dir und bestimmt und vielen, vielen anderen. Und es ist, was ich innerlich der katholischen Kirche auch so ein bisschen vorwerfe, dass sie den Menschen eigentlich Jesus Christus genommen hat. Weil jeder guckt, ja, wer geht da hin und was machen die? Gehen in die Kirche, dann drehen sich um und lästern über andere und so weiter. Also es gibt einfach gar keine positiven Beispiele für gläubige Menschen und für die, die an den lebendigen, auferstandenen Jesus auch glauben. So, genau. Jetzt habe ich noch 20 Sekunden. Nee, das war Piep, Piep ist, dann hast du noch 20 Sekunden und bei Ende ist Schluss. Ah, okay. Jetzt haben wir können nur noch die 5 was sagen und das Dreierkonto kann genutzt werden von Öffi oder Janik. Gut. Für diese Runde und dann kommt wieder die nächste Runde. Ja, also wenn Janik nichts dagegen hat, hätte ich Wechsel 3, so ein paar provozierende Sachen. Also erstmal zu Johannes. Johannes, die Welt schreit danach, dass wir die Lösung leben. Und wenn dafür die passenden Leute nicht um die Ecke sind, dann muss man auch weitergehen als um die nächste Ecke. Also es gibt die paar wenigen Leute, und fühle ich herzlich eingeladen, die hingehen und sagen, wir wollen solche Verantwortungskommunen bilden. Und es gibt ja den schönen Spruch, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg halt zum Propheten kommen. Im Kapitalismus wird Flexibilität von uns erwartet, dass wir unseren Wohnsitz und Zeugs alles aufgeben können für einen Job. Die meisten Alternativen kommen irgendwann auf den Trichter, jo, wir wandern in den Süden oder wo es warm ist oder wo es uns gefällt und so. Dafür kann man seine Position verändern. Ich sage, das, was einen am meisten dazu motivieren müsste, seine Position verändern zu können, ist Sinn. Ist, dass man sich fragt, was ist jetzt die Lebensweise, die ich für sinnvoll und verantwortlich halten würde. Und dann schwinge ich die Hufe und renne dahin. Wenn um mich herum 99,9% der Menschen nicht dafür taugen, dann renne ich zu den 0,001%, wo ich sie finde, weil das das Wichtigste im Leben ist und da darf man dann nicht irgendwo hängen bleiben. Und das berührt sich dann auch mit dem, was Silke und Johannes gesagt haben. Also ich bleibe dabei, dass wir ein zu zerstückeltes Verständnis von Arbeit und so haben. Also ich würde nicht produktive Tätigkeit statt Arbeit sagen, weil ich der Gesellschaft nicht das Recht zugestehe, einen wertvollen Begriff zu verunstalten. Okay, dann beim nächsten Mal weiter. Johannes hat als einziger noch Konto. Wer hat was dagegen, wenn wir in die nächste Runde gehen? Ich würde noch kurz sagen, also vielen Dank, Öffi. Genau das hatte mich gerade sozusagen in den Finger gejuckt, auch wollte ich mal kurz vorher anzusprechen. Also sozusagen Informationen, wo sich irgendwelche Gemeinschaften befinden, denen man sich anschließen könnte. Das weiß ich nämlich nicht. Das ist nicht der ganze Grund, warum ich da noch nicht in die Hufe gekommen bin. Ja. Danke. Wenn das eine Frage an Öffi ist, kannst du ihm jetzt Zeit geben, dass er deine Frage nach den Locations beantwortet? Ich habe ja schon gesagt, Köln Süd gibt es auch. Ne? Ja, also das könnte man ja auch per Telegram PN-Nachricht machen. Das muss man jetzt Nein, das ist doch wichtig für die gesamte Welt, ist das wichtig, weil die sitzen alle in den Löchern mit dir. Lass uns das bloß nicht in die private Ecke schieben, Johannes. Okay. Und zwar, schwingen die Hufe, geh nach Berlin zum Jannik da. Also ich hoffe, ich habe dem eh schon einen schicken können. Ich weiß nicht, ob der jetzt heute angekommen ist. Also der hätte eigentlich heute Abend vielleicht schon beim Gespräch hier mit dabei sein können. Schwingt die Hufe, weil das wichtigste Projekt der Welt droht zu zerbrechen, weil wir nicht 2-3 Leute haben, die da die Hufe hinschwingen. Hallo. Und gucken, dass da ein Orga-Team stabil stehen kann. Ne? Das ist das Widerstandszeltcamp in Berlin. Vor die Tore der Macht, vor die Tore der Regierung. Das Alternativmodell hinklatschen.
Wir sind hier und wir gehen nicht weg, bis es eine Lösung gibt. Und wir wollen die Lösung vorleben, die wir in der Welt sehen wollen. So richtig, knackig, mit Hand und Fuß und Leib und Seele so. Und das wollen wir auch gemeinschaftlich und systemisch. Also wir wollen miteinander neue Entscheidungsstrukturen praktizieren. Wir wollen die korruptionsbefreite Demokratie echt endlich vorleben und sowas. Das wollen wir rauspowern so. Richtig, mit höchstem Schwunge. Also, gleich morgen Rucksack packen, Fahrkarte besorgen, zum Jannik nach Berlin und mitmachen beim Zeltcamp. Ja, und Öffi, erwähn doch vielleicht für den Johannes noch kurz, dass es eben, dass du noch 10 Locations hast, wo man auch im Haus wohnen könnte. Ja, wenn man natürlich zu sehr verzerrt ist und schlapp macht, aber du siehst ja noch jung und kernig aus, Johannes. Du müsstest eigentlich ja noch Bäume stemmen können oder so. Ja, also aber wenn man dafür zu schwach ist, ne, dann gibt es natürlich noch die Krückenprojekte, die wir haben, so, ne? Also wo man sich auf den Sessel setzen kann, ne, und es ist beheizt, ne, und sowas alles, ne? Also wer es nicht besser weiß, ne, dass das Herzstück der Revolution pulsiert da im Moment im Zeltcamp in Berlin. Aber ansonsten, wir haben auch die anderen Orte, wo am Ende keiner sich überfordert fühlen müsste. Und auf der Seite www.global-love.eu gibt es irgendwo einen Link auch zu einer Projekteliste. Und da kann man sich einerseits anschauen, was haben wir da insgesamt für Projekte. Aber man kann natürlich auch mit mir Kontakt aufnehmen. Nicht alles ist aktualisiert von diesen Projekten. Da kann ich dann beraten, auch was diese anderen Projekte angeht. Genau, die Liste ist von 2014, also lieber den Öffi direkt fragen, was für dich der sinnvolle Ort wäre, und Köln-Süd kann man auch natürlich, da gibt es natürlich auch einen stärker naturwissenschaftlichen Punkt. Ja, Köln-Süd müssen wir da, glaube ich, noch hinzufügen, ist noch nicht bei der Liste mit dabei und sowas, ne? Ja. Also irgendwann, und ich muss natürlich, wenn ich mehr Leute finde, die mich entlasten, ne? Also vor allem natürlich, indem ihr mit in die Projekte kommt, aber dann auch Aufgaben übernehmen, wie Forumsbetreuung und so weiter und so fort. Der Jannik ist schon ein Engel, der mich in vieler Hinsicht entlastet. Ich soll im Moment auch ein wissenschaftliches Buch schreiben, da muss man etliche Stunden und Monate sich hinsetzen, um das zu machen. Also ich könnte dringend noch 20 Sekretäre und Sekretärinnen gebrauchen, mit denen man da so Aufgaben aufteilen kann. Mhm. Ja, aber da gibt es dann 1000 Möglichkeiten noch, ne? Also sich die Projekteliste anzuschauen, auch wenn sie von 2014 ist, die gibt einem schon mal einen Überblick noch. Also das meiste ist in irgendeiner Form noch nutzbar, was da als Adresse dann auch vorkommt dann, ne? Und dann kann man sich von mir konkret beraten lassen. Aber das Beste ist also so wie du aussiehst noch, wie in Saft und Kraft, Johannes, oder so, müsstest du eigentlich gleich den Rucksack schnüren und schnell zum Jannik nach Berlin, weil die sind da zu zweit oder dritt. Die brauchen immer wenigstens 2 Leute im Zeltcamp. Wenn die zu wenig Leute werden, dann sind die da so gebunden, dass die nicht mal mehr zum Wäschewaschen irgendwo anders hin können, weil nicht die 3 oder 4 Leute da sind, sodass die 2 Leute auch Bewegungsmöglichkeit haben. Ne? Mhm. Also am tollsten Projekt der Welt kann man teilnehmen. Ne? Der Robert F. Kennedy hat 2020, du sagst ja auch Maßnahmenkritiker, ne? Hat er gesagt, hier, diese Massendemonstrationen, die sich jetzt noch dieser Corona-Politik auch entgegenstellen wollen, kann sein, dass das die letzte Bastion ist zwischen denen, die große digitale Willkürdiktatur wollen, also Big Brother guckt schon um die Ecke, und unseren Kindern. Und deshalb, ne, das Zeltcamp sollte damals das bleibende Element sein, das Herzstück der Veränderung. Ne? Also gleich Rucksack packen, mit Jan in Kontakt aufnehmen, schnell zum Zeltcamp dazu. Ja, Wechsel 3. Ist da noch Zeit auf meiner Uhr? Nee, leider nicht. Nur noch okay, der Johannes kann dir Zeit geben, wenn er dich was fragen will oder so. Nur noch Johannes hat Konto. Ja, dann erzähl doch mal was über das Zeltcamp, Jannik. Gerne, dankeschön. Das wäre dann welche Uhr? Wechsel? Ja, Johannes, das ist Uhr, automatisch. Okay. Ja, okay. Das, okay, gut. Wechsel 5 ist das. Ja, wir haben heute gebaut, also wir haben ein neues Zelt aufgebaut. Was stand denn davor? Ja, davor stand dieses kleine Bunte. Also wir haben jetzt ein Zelt, wo wir dann auch gedacht haben, da kann dann auch mal ein Gast drin übernachten in der Schlafkabine. Wir sind hier 3 Leute, die hier fest vor Ort wohnen. Und sind hier in der Mitte von Berlin auf der Museumsinsel hinter dem Berliner Dom, in diesem Widerstandszeltcamp, was ja damals, wo der Faden losging, damals mit dem Querdenkercamp 2020, was dann ja seitdem, wenn dann auch zwischendrin auf Sparflamme weitergeführt wurde. Aber jetzt haben wir hier gerade einen Standort wieder hinterm Berliner Dom,
und führen hier halt dieses Widerstandszeltcamp fort. Sind zurzeit 3 Leute. Morgen kommt, hat sich einer angemeldet, dass er einfach nur im Camp ist, damit ich mit dem Freddy, der im Rollstuhl sitzt, damit ich mit dem duschen fahren kann, damit 2 Leute im Camp sind und die Versammlungs, damit das Versammlungsrecht gedeckt ist. Also wir können allein schon Leute gebrauchen, die sich einfach nur hier hinsetzen, in einen Schlafsack einhüllen und dann heißen Tee trinken. Allein nur das Rumsetzen kann uns hier schon helfen von Leuten, damit wir dann mal mit irgendwie duschen gehen können oder mal was holen können oder so. Wechsel, danke. Ende, nächste Runde beginnt. Wechsel 4. Ach so, nur ganz kurz zur Information, Johannes. Wenn du jetzt zum Beispiel selbst wieder was hättest sagen wollen gerade, hättest du einfach nur Wechselwunsch gesagt und dann geht das dann nach 20 Sekunden automatisch an dich wieder über. Ne? Wenn, denn okay. Du bist der Herr deines Kontos. Ne? Okay. So, neue Runde. Wechsel 4. Ja, die Gemeinschaft Köln-Süd, da gibt es 2 Möglichkeiten. Also wir erstmal will ich ja bei der Gemeinschaft Köln-Süd genauso einfach erstmal nur, dass Leute eventuell kommen, die einfach freundschaftlich verbunden sind und so weiter. Wobei ich natürlich ein naturwissenschaftliches Kommuneprojekt habe, also Konzept habe. Also als erstes müssten jetzt eigentlich erstmal eine Frau, weil wir Naturwissenschaftler sehen Kommunen eigentlich als matriarchale Geschehen an, also frauendominierte Geschehen an. Deswegen steht bei uns eigentlich an, dass jetzt erstmal eine Frau dazukommen würde und wir dann gemeinsam die nächste Frau suchen, dann den nächsten Mann, die nächste Frau, den nächsten Mann, die nächste Frau, die nächste Mann. Das ist also das naturwissenschaftliche Prinzip, ist ein bisschen anders als jetzt bei Öffi. Und wir sind halt sehr lustbetont. Also bei uns geht's um Lebenslust. Also singen, musizieren, tanzen, Sport als Lustquellen. Eventuell, wenn die Leute nicht zu verklemmt dazu sind, Rückenmassage, medizinische Massage. Öffi hatte Fußmassagen angesprochen, Streichelmassagen und ein erfülltes Sexleben. Weil wir, das wäre aber dann nur in einer Untergruppe, in einem Unterexperiment der Savannen, Bonobo, Schenker, kommunistischen Gruppenehen. Weil wir als Naturwissenschaftler der Überzeugung sind, dass wir eigentlich Savannenbonobos sind, also eng verwandt mit den Bonobos sind und da eben durch diese lustvolle Lebensweise es zu einer Automatik kommt, nämlich das schädliches Verhalten, was im Kapitalismus ja die größten Profite bringt, nämlich anderen zu schädigen, bringt oft die meisten Profite. Dass schädliches Verhalten in diesen Savannen, Bonobo, Schenker, kommunistischen Unterexperimenten der Gemeinschaft Köln-Süd nicht möglich ist, weil allein dieses System zu leben, das Schlechte tun und das Schädliche tun, unterbindet. Wechsel, sagt mir, wo ich mich irre. Ja, Wechsel. Alle haben volle Konten. Ja, Wechsel 3. Also ich, für mich ist das so mit dieser Lust und mir ist das ja, was heißt nicht so wichtig. Also es ist, für mich steht der Sinn an erster Stelle. Also jetzt hier auch, so wie ich jetzt lebe, dass ich schaue, was macht am meisten Sinn, was bringt mir da die Sinnerfüllung in meinen Geist und dann ist sozusagen das Lustempfinden ist sozusagen das Geschenk obendrauf für mich. Aber ich stelle es halt nicht an erster Stelle, ich weiß jetzt auch nicht, ob du das so direkt machst, Dylan, aber bei mir ist es halt so, erstmal der Sinn im Leben, irgendetwas Sinnvolles tun, sinnvoll leben und dann ist sozusagen, gibt es eventuell die Lustgeschenke dann nebenbei noch dazu. Wechsel. Wechsel 4.
Ja, Yannick, ich bin wirklich ein ganz normaler biologischer Egoist, wie ein Löwe, ein Gorilla. Übrigens, Öffi, noch zu, als Hinweis für dich, ist jetzt gerade im ARD lief eine Sendung, die bestätigt hat, was ich ja schon vermutet hatte, dass Löwen genauso Babys töten von Männern, die sie dann vertrieben haben, die nicht ihre eigenen Babys sind. Und dann, damit sie eine Chance haben, ihre eigenen Babys an die Stelle zu setzen. Also Löwen und Gorillas sind quasi grausame Säugetiere und Bonobos sind pazifistische und die gewaltärmsten Säugetiere und Tiere der Erde überhaupt, ja, oder Säugetiere zumindest. Und also ich sozusagen ich empfinde mich als einen gesunden Egoisten, der eben nicht in erster Linie nach dem Sinn geht. Sie sieht ja, ich spreche ja jetzt auch hier sinnvoll über die Zukunft der Menschheit und über Kommunen als letzte Chance der Menschheit, die, wie ich es im Moment sehe. Und alles beginnt mit dem Gespräch und mit der Popper fragt, mit der freien Argumentekultur. Aber ich bin ein sehr Lust, also mir, ich als Egoist will ich viel Lusterlebnisse haben und möglichst keine Schmerzerlebnisse. Sagt mir, wo ich mich irre. Wechsel. Also Wechsel 6. Ja. Wechsel 6. Was mir dazu einfällt, ist, also für mich persönlich und für einige andere auch, nicht alle Menschen, sind wir als Menschen Wesen mit einem göttlichen Kern. Und für mich ist das ein großes Problem in dieser Welt, warum es so ist, auch deswegen, weil so viele Menschen gar keine Verbindung haben zu ihrem eigenen göttlichen Kern. Und deshalb, das ist für mich der Grund dieser ganzen Misere. Also, wenn wir jetzt angucken, was ist in der dritten Welt, die Kinderarbeit und das alles, das kann ja ein normaler, ein fühlendes Wesen, ein Mensch, der fühlt, sowas gar nicht wollen oder aushalten. Also das können ja nur Menschen tun und zulassen, die selber gar nicht mit sich selbst verbunden sind. Und deswegen ist es für mich halt das Wichtigste überhaupt, erstmal mit seinem eigentlichen göttlichen Kern verbunden zu sein und dafür auch irgendwie sich darauf auszurichten. Und das hat mit dem Geist zu tun. Also, wie ich ja hier auch schon gehört habe, ich glaube nicht an Geister, aber ich meine jetzt nicht Geister, sondern den Geist, der über allem schwebt, ja. Wir Menschen sind auch geistige Wesen normalerweise, wenn wir uns dahin entwickeln wollen. Und das ist, glaube ich, das, und wenn wir auch bewusst werden, wenn wir Bewusstsein reinbringen in unsere Handlungen, dann können wir auch was verändern. Wenn wir unbewusst handeln, dann wiederholen wir ja immer nur das Alte. Und bewegen uns in alten Mustern und wie du ja auch sagst, mit den vorteilsbringenden Irrtümern und so weiter. Für mich ist der Weg daraus der einzige, den ich kenne. Ja, es gibt vielleicht 1.000 Millionen andere Wege, aber der ich kenne, ist eben was zu tun, damit ich jeden Tag, damit ich verbunden bin. Ich verbinde mich jetzt über die Natur. Andere Menschen verbinden sich auf eine andere Weise, ne? Wechselwunsch. Und dass da, wenn das mehr Menschen tun würden, und dann könnte sich auch wirklich was verändern. Sag Wechsel, wenn du fertig bist. Wechseln. Wechsel 4. Ja, ich wollte nur kurz die Frage stellen. Was wäre,
wenn die Idee des göttlichen Wesenskerns und göttlichen Geistes und so weiter ein Irrtum wäre und dich von den produktiven Wegen, die Zukunft der Menschheit oder generell jetzt zum Beispiel überhaupt Glückskommunen als Inseln zu schaffen und so weiter, abhalten würde. Das ist so mein Bedenken, denn die wirklich in der Weltspitze der Naturwissenschaften sind wirklich so circa 99% aller Forscher ganz sicher, ganz absolut sicher, dass es nichts, keine Geister, keine Gespenster, keine Götter, nichts davon gibt, keine Seelen und gar nichts. Ja, mit ganz viel Forschung wurde das ja alles untersucht und wir Naturwissenschaftler sind absolut sicher, dass es nichts davon gibt, sondern dass es sich dabei um vorteilbringende Irrtümer bestimmter Sparten handelt. Zum Beispiel nehmen wir als Beispiel die Kirchen, sehen wir ja als Naturwissenschaftler, als die Marketingabteilung der Konsumsuchthändler, die den Leuten zum Beispiel die Sexualität verbietet, damit die Leute mehr Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Drogen, Medikamente und Urlaubsreisen und alles Mögliche kaufen. Ja, sagt mir, wo ich mich dabei irre. Wechsel. Ja, Wechsel 2, wenn du wollt. Ich glaube, dass es gut wäre, diese höheren spirituellen Dimensionen, auch die Frage, was Gott bedeutet, erstmal von irgendwelchen märchenhaften Gestalten zu abstrahieren, hin dazu, was uns wirklich auch ganz nüchtern rational Hilfestellung sein kann. Für mich bedeutet Gott erstmal Sinn und Lösung fürs Ganze. Die Antwort auf alle Fragen und Lösung aller Probleme. Da ist es auch wissenschaftlich, psychologisch und naturwissenschaftlich sinnvoll, wenn ich sehe, ich stehe vor einer Mathematikaufgabe, die ist von existenzieller Bedeutung, dass sie gelöst wird für die Menschheit, dass ich mit der Einstellung erstmal rangehe, ich betrachte sie so, als wäre sie lösbar. Und so kann man die Vorstellung, dass Gott ein Sinn oder eine Lösung, eine Sinnlösung fürs Ganze ist, kann man als sinnvolle Arbeitseinstellung betrachten, auch für möglichst gutes wissenschaftliches Vorwärtsarbeiten in solchen Lösungs- oder Verantwortungsorientierungen. Aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt hin, also ich versuche ja immer der ganzen Sache viel praktische Bodenhaftung zu geben. Warum sollten Johannes und alle, die jetzt noch nicht in irgendeiner Kommune sitzen, aus ihrem individuellen Splitterdasein in so eine Kommune und am besten halt in die wichtigsten Kommunen und sprich im Moment, solange wir noch nicht genug haben, dann auch nach Berlin in die Kommune ins Zeltcamp gehen? Wechselwunsch. Die Silke und der Luki, den wir ab und zu hier haben, und der Johannes zumindest im Moment noch, wo er da ja sitzt in seinem Zimmer und noch nicht in der Kommune ist, da ist manchmal der Geist so hinter, ja, wir könnten hier unser vereinzeltes Individualleben haben und könnten trotzdem ja auch in die Verantwortung gehen. Also jetzt zum Beispiel für Ende. Die Kinder in der dritten Welt und so weiter. Ja, weiter beim nächsten Mal, dann erkläre ich dann, wenn ich da wieder dran bin. Wechsel 4, ja. Ich möchte noch mal betonen, dass aus meiner Sicht, und ich habe wirklich die Welt versucht, die gesamte Welt als ehrenamtlicher Assistent des Weltrates mit 5 Stunden Arbeitszeit täglich, die ganze Welt zu durchforsten. Und diese 11 Kommune, Experimente und Projekte sind aus meiner Sicht die einzige Chance, denn sonst habe ich nur irgendwelche Sektenkommunen gefunden, irgendwelche Geschäftemacher, Geldmacher, wo es ganz teuer ist oder wo man sich einkaufen muss mit Tausenden von Euros und so weiter. Und nur, ich habe nur eine gute Sache gefunden, diese 11 Locations. Wechsel. Ja, gern Wechsel 2 weiter dann. Ja. Ich stimme der Silke ja zu, wenn sie sagt, ein fühlender Mensch, der noch ein Herz in sich hat, der kann eine Welt, in der da im Moment die Kinder in der dritten Welt, wie die Fliegen zum Teil, brutal krepieren, da kann er nicht sagen, ja okay,
Ist halt so. Und ich mache jetzt hier meinen Alltagstrott weiter. Aber was wäre denn eben der Weg, jetzt dann eben eine Lösung zu praktizieren? Dazu kann man natürlich auch überlegen, was kann ich direkt vielleicht an Folgenminderung da in der dritten Welt machen? Oder wir leben ja auch in der Gefahr, die Lebensgrundlagen der Kinder der Zukunft zu ruinieren. Was kann ich in die Ferne hinein für die Kinder der Zukunft tun? Aber man kann sich auch ganz direkt fragen, wie lebe ich so, dass ich verantwortungsfähig werde? Also für die Folgen meines Tuns auch in meinem direkten Lebenskontext verantwortungsfähig werde. Und da hat Gandhi eine ganz spannende Erfahrung gemacht, als er in Südafrika noch war und sein Engagement angefangen hat. Pipi, Hat du kannst gerne auf Konto 3 übergehen. Wenn der Janik kann ja dann Wechselwunsch sagen, wenn er. Ja, okay, dann mache ich mal mit Wechsel 3 noch ein bisschen weiter. Also Gandhi hat da ja eine Widerstandsbewegung der Inder in Südafrika gegen die Diskriminierung dann aufgebaut. Und dann hatte er am Ende, die Männer waren oft im Gefängnis, dann hat er die Frauen und die Kinder da gehabt und die lebten erstmal auseinander. Jeder in der Restwohnung, sage ich mal, der Familie, die nur noch ihre Restwohnung war, weil der Mann war weg und so, ne? Und dann hat Gandhi gesagt, okay, wir haben ja hier ein paar Spenden, da haben wir Lebensmittel und so weiter. Kommt her und holt euch das, was ihr braucht. Und er hat festgestellt, einige sind gekommen und haben was geholt, haben aber ja, haben nicht an irgendwas gedacht und viele sind nicht gekommen oder haben gesagt, wir kommen in der Situation nicht zurecht, weil wir wissen ja nicht, wie unsere Bedürfnisse jetzt im Verhältnis stehen zu den Bedürfnissen der anderen. Bevor wir jetzt da was wegnehmen aus diesem Spendenlager, während andere, was weiß ich, direkt vorm Verhungern stehen oder so, wir müssten doch ein Gefühl dafür haben können, wie ist jetzt die Verteilung sinnvoll? Also wie geht es den Einzelnen, die jetzt mit in dieser zu versorgenden Gruppe sind? Und Gandhi hat die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass er die Menschen alle zusammengezogen hat, eben zu Kommunen. Tolstoi Farm hieß das damals da in Südafrika und so weiter. Und dann klappte es. Dann haben die Leute wie in einem Dorf sich gegenseitig erlebt und waren zusammen und konnten aufeinander achten. Und jeder konnte auch dann beurteilen, was kann ich mir jetzt nehmen, ne? Weil die anderen sind ja auch so und so versorgt und so ist das mit dem Ausgleich jetzt hier des Gebens und Nehmens in der Gemeinschaft. Und genauso sagen es die Indianer. Also eine ökologische Verantwortung wahrzunehmen, das geht nicht, wenn ich irgendwo in meiner Neubauwohnung sitze und spüre den Boden unter den Füßen nicht und habe keinen Bezug zu den pflanzlichen und tierischen Lebewesen. Die Indianer sagen, du musst die Verwandtschaft spüren. Du musst bei dem Boden am besten, über den du läufst, spüren, das sind die Körper deiner Ahnen und das sind die Körper deiner Kinder, wo du drauf rumläufst. Dann mit dieser Verwurzelung und diesem Zusammenwachsen geht auch Verantwortlichkeit, dass ich Piep, aus der Verbundenheit die Folgen so auch mit richtig berücksichtigen kann und danach leben kann. Das heißt, wir leben in einer Illusion, wenn wir denken, wir sitzen da zersplittert irgendwo vereinzelt in Ecken oder in den Wohnungen rum und wir weichen sowohl diesem Zusammenwachsen mit der Natur wie auch mit Gemeinschaft aus. Dadurch werden wir nicht wirklich verantwortungsfähig, nicht in der Nähe und dann Ende. auch nicht wirklich auf die Ferne hin. Alles klar. Wechsel 4. Ja, also wir zum Beispiel in Köln-Süd ist mein Gedanke, dass wir eben, wenn jetzt zum Beispiel die nächste Frau kommt, dass wir dann zusammen, wie es mit der Gela ja schon mal praktiziert wurde, leider nur für eine Woche, dann die Leute ansprechen und versuchen, mit der Öffentlichkeitsarbeit zu gewinnen und so immer weiter und dann zu wachsen. Ne? Ende. Konto haben noch Johannes 5 und Silke 6. Wer hat was dagegen, in die nächste Runde, dass wir in die nächste Runde gehen? Danach würde dann auch die Schlussrunde kommen. Niemand hat was dagegen, also mache ich das hier fertig. Es dauert 2, 3 Sekunden, dass ich hier die Uhren stelle wieder. So. Alle Uhren, Moment, sind gestellt. Na? So, alle haben wieder volle Konten. Los Okay, geht's. Wechsel 2. 2 kann man anfangen. Dann mache ich das noch ein bisschen runter, was ich eben gesagt Ja. habe.
mit der Verbundenheit, zu der wir bereit sein müssen, um verantwortungsfähig zu werden. Als zersplitterte Leute in unseren Ecken und Nischen werden wir nie wirklich verantwortungsfähig werden. Und da gibt es auch gute Beispiele für. Also aus meiner Sicht ist die verbreitete Illusion, so nenne ich es mal, wie es auch der Lucky hat, der hier manchmal dabei ist, da sitzen die Leute jetzt als einzelne moderne Menschen vor ihren Computern rum in ihrem Wohnzimmer. Und ja, wir haben ja genug und der Computer kann die Organisation managen und dann gehen wir alle in die Supermärkte und holen uns raus, was wir brauchen und alles ist gut. Nichts ist gut, weil diese Zersplitterung uns unfähig macht zur Verbundenheit und zur verantwortlichen Dosierung. Ja, dann sag du erstmal, ich setze dann später fort. Wechsel 4. Ja, ich möchte nochmal ins gleiche Horn stoßen. Ja, für uns die Weltspitze der Naturwissenschaft. Und wir wissen ja, dass wir die Weltspitze der Naturwissenschaften sind, weil wir die Nachfolger des sogenannten, laut Wikipedia, weltweit wichtigsten Denkers mit seinem sogenannten inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten sind. Ich kann ganz sicher sagen, es gibt im Kapitalismus kein Glück. Ja, weil der Kapitalismus durch diese vorteilbringenden Irrtümer dieser verschiedenen Sparten systematisch ein Glücksräuber ist. Denn je mehr, das ist ja die Grundlogik, der Marx hat sich ja total geirrt bei der Kapitalismusanalyse, das Grundproblem ist, dass je unglücklicher die Menschen im Kapitalismus werden, desto mehr Profit kann ich machen durch das Verkaufen von Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Drogen, Medikamenten, Urlaubsreisen und alles Mögliche. Und das ist sozusagen in diesem normalen Leben. Und da wir den Kapitalismus nicht werden beenden können, weil politisch muss ich ganz klar nach 4 Jahren härtester Arbeit sagen, es geht nichts politisch. Politisch wird nie ein anderes System kommen, weil die Menschen nicht vernünftig dafür sind. Deswegen sage ich selbst für mich, es gibt jetzt nur noch die Chance, dass in Köln Süd nette Leute kommen und dann eine Gemeinschaft entsteht und dann wir so eine kleine Insel des Glücks haben. Übrigens nur als Hinweis, die biologische Größe ist auch längst erforscht. Die ideale Kommune ist 150 Menschen voll, also 40 Frauen, 40 Männer, 70 Kinder zum Beispiel. Ja? Aber auch eine kleine Kommune kann ja schon beglückend sein. Wechsel, sagt mir, wo ich mich irre. Ja, Wechsel 2, ich würde dann noch eine Idee weitermachen, was wir da jetzt im Moment ein Stück weit auch gemeinsam sagen. Also die Vorstellung des zersplitterten Menschen, auch wenn genug auf der Welt wäre, um alle zu versorgen, dass das vernünftig klappen kann mit der Zersplitterung zusammen, das ist eine Illusion. Und dadurch, dass man den Menschen einfach jetzt das nötige Geld in die Tasche steckt oder die Gutscheine, um in den Supermarkt zu gehen und sich zu holen, was er braucht, entsteht diese Verbundenheit nicht. Und das können wir, wenn wir da ehrlich sind, auch ganz eindeutig ablesen. Denn es gab ja schon immer Menschen, die hatten genug in den Taschen. Die haben genug Geld gehabt, mehr als sie ausgeben konnten, die Reichen. Oder ich weiß es noch, im letzten Jahrhundert, in den 70er Jahren, da war das mit der Sozialhilfe so entspannt, dass die Leute ziemlich locker drauf waren. Ne? Da war nicht Hartz IV und diese ganzen Zwänge oder sowas, ne? Sondern wenn man was brauchte, geht man zum Amt. Hat man gesagt, ja, jetzt eine neue Waschmaschine oder sowas. Ne? Und dann kam halt die neue Waschmaschine. Und welche Wirkung hat denn sowas? Sowohl bei den Reichen, die mehr als genug Geld haben, wie auch bei den Armen. Es gibt diese, aus meiner Sicht, naiv romantisierende Vorstellung der der Grundeinkommenanhänger, dass die eben sagen, wenn die Leute genug Geld haben, dann fallen die ganzen Existenzängste weg, die Konkurrenzängste und so weiter. Und dann kommen die bestimmt auf die Ideen, gute Menschen zu werden und schöpferisch hier eine neue und verantwortliche Welt zu schaffen. Ja, Pustekuchen, keine Spur von der Art. Die Reichen, die vor Geld überquellen, torkeln in ihren Luxuskonsum. Und die Armen, wenn sie genug Geld in den Taschen haben, gehen auch hin und sind an Brot und Spielen interessiert und nicht daran, jetzt die Turbo-Idealisten zu werden oder die neue Welt zu schaffen für die Kinder der Zukunft. Das ist einfach nicht die Wirklichkeit. Wir schaffen den verantwortlichen Menschen nicht, indem wir ihn zersplittert in seiner Ecke sitzen lassen und an seinen Konsuminteressen hängen lassen. Wenn, dann schaffen wir das nicht durch Geld, was wir in die Tasche stecken, sondern durch Verantwortungsbildung. Indem man direkt hingeht und mit den Menschen spricht. Hallo Leute, was wollt ihr denn sein als Menschen? Ne? Wie wollt ihr euch entwickeln?
Habt ihr ein Interesse zu träumen, idealistisch zu träumen und nicht nur vom Lottogewinn für euch, sondern von Gerechtigkeit für alle? Sondern habt ihr den Traum von Frieden und Gerechtigkeit für alle? Was ist der euch wert? Kommt er irgendwann unter ferner Liefen nach den ganzen Konsuminteressen? Oder kann das für euch ein Leitmotiv im Leben werden? Und was braucht es dafür für innere Entwicklung und psychologische Entwicklung und so weiter? Ich gebe ab. Wechsel 4. Ja, nur ganz kurz möchte ich den Unterschied zur Naturwissenschaft klar machen. Also zum Beispiel die Bonobos sind egoistische Lebewesen, so wie ich den Menschen als Savannenbonobo auch als egoistisches Lebewesen einschätze. Und die Bonobos, obwohl sie egoistisch sind, zerstören sie nichts von dieser Erde und zerstören also auch nicht die Zukunft der Kinder, also der Kinder der Zukunft und das Leben der Kinder der Zukunft, obwohl sie egoistisch sind. Und das würde uns ermöglichen, mit der Savannenbonobo-Schenker-kommunistischen Gruppen eher als Unterexperiment, dass Menschen nicht so selbstlos sein müssen, wie Öffi sie sich wünscht, sondern dass sie mit dem Egoismus unschädlich für die Welt werden und auch für die Kinder der Zukunft völlig unschädlich werden, obwohl sie nicht zu moralischen, selbstlosen Selbstaufopferern werden müssen. Sagt mir, wo ich mich irre. Wechsel. Wechsel 6. Also, zu dem, was Öff gerade sagte, genau das sehe ich eben auch. Die Reichen bleiben auf ihrem Geld sitzen und tun nichts, dass sich die Welt ändert und bessert und so weiter, und die Armen eben auch nicht. Und deswegen, das ist genau der Grund, warum ich sage, um die Leute auch, also mir schwebt, also für mich könnte es auch eine Gemeinschaft sein. Ich denke auch erstmal, ich dachte erstmal an Unternehmen zu gründen, dann merke ich, also ich bin keine Unternehmensgründerin, ja, aber es kann auch eine Gemeinschaft sein erstmal, die so lebt, wie ich mir das überlegt habe oder wie das zu mir kam einfach. Und gerade deshalb sage ich 1,5 bis 2 Stunden am Tag, also 7,5 bis 10 Stunden die Woche, sich irgendwie einbringen, dass überhaupt dieses innere Wunsch auch besteht, sich zu beteiligen. Und da kommt ja dann auch wieder was zurück irgendwie, wenn die Menschen sich einbringen und sagen, ja, hallo, ich putze hier die Toiletten, die öffentlichen, und ich kümmere mich um dies und das und jenes. Also wir haben auch vorhin über den Sinn gesprochen. Wechselwunsch. Ja? Also die Leute einen Sinn dran sehen in dem, was sie tun. Und nicht wegen Geld was tun, sondern auch, um befreit zu sein und auch aus diesem System rauszukommen, aus dieser Matrix. Da muss ich jetzt alles wieder dran denken. Das ist ja eigentlich nur eine Matrix. Und wenn wir da aussteigen, sind wir frei. Wechsel 4, ja, nur, du kannst ja gleich weitermachen, nur Wechsel 4 kurz. Ja, für mich ist es halt so, als Naturwissenschaftler, um den Gegenpol wieder darzustellen, ist es so, dass so diese Wunschvorstellung einer leistungsfreien Gesellschaft aus meiner Sicht auch in Kommunen unmöglich ist, aus biologischer Sicht, weil eben alle Menschen, alle Lebewesen egoistische Lebewesen sind, gesunde egoistische Lebewesen sind. Und zum Beispiel die Bonobos, die gewaltärmste Art der Erde, die einzige voll pazifistische Art der Erde, die liebevollste Art der Erde, in der herrscht eine sanfte, ganz behutsame Leistungsgesellschaft, nämlich die Frauen ermöglichen den Männern die größten Chancen und Zugangschancen zu ihren Eizellen, also der Vater des nächsten Kindes in der kommunistischen Gruppe zu werden, die größten Geschenke an Nahrung an die Frauen und Kinder liefern. Ja, also auch dort ist eine ganz sanfte, kaum spürbare, aber trotzdem Leistungsgesellschaft. Und ich sehe keine Chance,
dass wir die Natur des Menschen austricksen können. In der DDR war es damals so gewesen, dass die Leute alle abgewandert sind, als sie gemerkt haben, oh, ich kriege auch als Akademiker oder als Mensch mit einer tollen Ausbildung werde ich am Ende genauso viel kriegen, wie die, die gar keine Ausbildung haben. Und das will ich einfach nicht. Ich bin so egoistisch, ich gehe dann in den Westen, bevor die Mauer hochgezogen wurde. Deswegen wurde nämlich die Mauer gebaut, weil man gemerkt hat, dass die Menschen so egoistisch waren, dass sie diesen Traum der Gleichbezahlung und alle kriegen das Gleiche, gar nicht wollten, sondern sagten, ich habe mehr geleistet, ich will auch mehr bekommen. Ja, sagt mir, wo ich mich irre, wechsel. Ja, ich glaube, Wechsel 2 ist verbraucht, ne? Also ja, geh doch einfach auf Wechsel 3. Okay, Wechsel 3. Janik kann sich ja einschalten, wenn er was sagen will. Ja, ja. Also ich wollte noch ein bisschen weiter lästern. Ne? Also ihr wisst, ich sehe es so, dass die zersplitterten Leute in der Ecke, die sich denken, ich setze mich vor den Computer und dann tippe ich da ein, was ich brauche und dann kommt es per DHL-Paket oder so. Und ich bleibe weiter in meiner Ecke sitzen. Ne? Ich verwachse weder mit Gemeinschaft, noch ich verwachse mit dem Boden, dem Gemeinsamen und der Natur. Das ist Illusion, ne? Diese moderne Computerillusion, die man da so hat. Ich würde mir wünschen, auch Silke. Wechselwunsch. Ist ja gut und schön mit der Vorstellung der 1,5 Stunden und dafür sucht man genau die Leute. Aber wir sind halt nur mal extrem wenige. Und wenn man dann sagt, ich gehe mit den Leuten zusammen, die jetzt hier einfach offen miteinander reden und vernünftig überlegen wollen, wie kann man als Kommune verantwortlich sein, ne? Verantwortlich auch für die Kinder der Zukunft und so. Da muss man das reichen lassen können und nicht sagen, ich warte jetzt, bis meine Spezialdetails alle gegeben sind. Ja, ich will nur kurz unterbrechen, Wechsel 4. Ja, ich will dem nochmal zustimmen. Denn auch unsere politische Lösung, die wirklich perfekt ist, die GWÖ-GWO-Kombi, würde dann zu Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften führen, wo der Arzt nur noch dann belohnt wird, wenn die Leute seltener krank werden und so weiter. Und der würde dann lauter Kommunen anregen, natürlich nicht befehlen, sondern anregen, weil eben die Menschen darin gesünder und glücklicher leben können als in der Vereinsamung des einsamen Kaufsüchtigen Singles. Also sogar unsere politische Lösung würde am Ende zu einer Welt der Kommunen führen. Sagt mir, wo ich mich irre, Wechsel. Ja, Wechsel 3 macht dann noch weiter. Ja, auch der Dillen. Der Dillen ist ja jetzt nicht zu verbohrt mit seinen Detailvorstellungen, ob jetzt das Bonobo-Sex oder GWO. Der Dillen sagt sich, okay, das können alles Elemente und Perspektiven sein, aber ich, Dillen, bin offen, dass wenn da Menschen erstmal kommen auf der Ebene, dass man vernünftig miteinander reden kann, freie Argumente, Kultur, und wie können wir da verantwortliche Lebensweisen entwickeln? Ja, da ist die Gemeinschaft Köln-Süd auch für offen. Und insofern, lieber Johannes, liebe Silke, schmeißt euch da raus aus diesen zu engen Detailvorstellungen und packt einen Rucksack und macht euch in die Gänge, ne, auf die Hufe, Hufe schwingen so. Wechselwunsch. In die Kommune versuche, die am ehesten schon mal in der Richtung jetzt die Weichen stellen wollen. Also wenn da Leute sind, die sagen, hier mit uns könnt ihr offen drüber nachdenken, wie können wir verantwortlich miteinander zusammenleben und für die Welt, dann hin da und in diese Gemeinschaftsversuche, bevor die wegen nicht vorhandener Menschen zusammenklappen oder so. Diese tollsten Orte, die es vielleicht gibt. Ende, Wechsel 4. Wechsel 4, nur ganz kurz. Ja, ich wollte euch, Jannik und Öffi, also nochmal anregen, darüber nachzudenken. Die Hare Krishna-Leute und damals Osho Bhagwan Sri Rajneesh, dessen Nachfolger ich ja eine Zeit lang war, für meine Schüler jedenfalls, da ging es darum, dass die wirklich mit Singen, Musizieren, Tanzen gearbeitet haben, ja, und mit Lusterlebnissen. Also das war wirklich eine lustvolle Gemeinschaft. Hare Krishna, da wird gesungen, da wird zusammen gegessen und so weiter. Jannik, versucht sowas so schnell wie möglich aus meiner Sicht auch mit reinzubringen, denn für manche ist das nur miteinander sprechen vielleicht zu trocken. Wechsel. Ja, Wechsel 3 vielleicht dann noch der alte Öff. Ja, ihr könnt auch alle singen und tanzen und Handstand machen auf dem Tisch, ne, und mit den Füßen wackeln. Alles, niemandem soll irgendwas vorenthalten werden. Aber der alte Öff, der freut sich über sein vernünftiges Denken
und dass er erstmal das Wichtigste im Schädel überhaupt so einstellen kann. Hier, ich will für Vernunft und Sinn und Verantwortung leben. Und das ist erstmal das, was mir als Mensch, als denkendem und sprechendem Tier am meisten entspricht. Das ist mein Wesen. Und wenn der andere Schmus nicht mit dabei ist, dann kann das schon reichen. Das ist jedenfalls der Kern. Und dann kann man dazu singen, tanzen und was weiß ich alles machen. Aber nicht wegen dem fehlenden Singen, Tanzen und so weiter, nicht ordentlich vernünftig denken und verantwortlich denken. Ende, Ende. Ja, Konto 6 und 5 haben noch Konto. Hat jemand was dagegen, dass wir in die nächste Runde gehen? Vielleicht machen wir eine Abschlussrunde mit verkürzten Zeiten. Wir haben ja sehr spät angefangen. Wollen wir bis 10 nachmachen oder so? Müsst ihr entscheiden. Ja, hängt davon ab, ob wir jetzt noch was Drängendes haben. Sonst sind wir ja keine Formalisten. Ich glaube, wir sind schon ziemlich dicht jetzt hier mit den Inhalten. So. Ja. Also aus meiner Sicht könnten wir Abschlussrunde. Soll ich jetzt die Schlussrunde mit reduzierten Teilen, Zeiten einstellen, dass wir circa 10 nach fertig sind vielleicht? Ja, ja mach mal, Dill. Du machst das schon auf die beste aller denkbaren Weise. Ja, ich versuche es so gut ich kann. Ne? Moment. Das dauert jetzt halt einen kleinen Moment. Da kann ja jeder mal nachdenken, was er noch sagen will zum Abschluss dieser heutigen Sendung oder dieses Plenums, dieses Forums. Ich sehe das ja wie ein Forum der Kommunen. Ne? Und hier noch. Ich habe hier also, wie gesagt, so ein Uhrenpult vor mir. Also ganz moderne Technik hier. Ne? Da können wir noch viele Leute beschäftigen. So, jetzt, Abschluss. Ich kann gerne anfangen, Wechsel 2. Weil ich bin so gerade im Schwung. Ne? Und dann habt ihr auch gleichzeitig meine Abschlussbotschaft. Also, Johannes, Silke und so weiter, nicht im Leerlauf in den Ecken rumsitzen, während die wichtigsten Projekte der Welt vor die Hunde gehen, weil da keiner sitzt, der, ja, es würden schon die Leute reichen, die einfach ihren Hintern da hinsetzen oder so. Die müssen doch nicht mal was leisten. Alleine Anwesenheit. Ja, also von daher, schwingt die Hufe, kommt weg von euren Detailvorstellungen, die Welt muss erst hier noch das i-Tüpfelchen an der richtigen Stelle setzen, dann komme ich. Nein, kommt jetzt, geht dahin, wo die Musik spielt für die Revolution. So schnell wie möglich, macht mit, ihr werdet gebraucht. Ne? Nicht, dass die Orte zusammengebrochen sind, bevor ihr auf die Idee kommt, da endlich hinzugehen. Ende. Wechsel 4. Ja, Silvia und Johannes, ja, so ging es mir auch. Also ich alleine, unabhängig von den anderen Professoren und Doktoren, habe also ja hunderte Gespräche, stundenlange Gespräche mit Politikern geführt, mit allen möglichen Leuten, die über neue Gesellschaftsmodelle nachdenken und habe nichts erreicht. Es waren zwar alles sehr nette Gespräche, aber am nächsten Tag war das alles vergessen und der Kapitalismus rollt einfach so weiter. Ich sehe auch nur die Chance, raus aus dem Elend-Kapitalismus zu kommen, indem man in Kommunen geht. Ja? Meine einzige Hoffnung, nochmal ein richtig glückliches Leben führen zu können, setzt sich auf die Kommune, natürlich vorrangig die Gemeinschaft Köln-Süd jetzt erstmal für mich. Ja? Weil es ja gewisse Unterschiede gibt zwischen Öffis, Kommunenmodellen und jetzt dem naturwissenschaftlichen Modell. Ja, sagt mir, wo ich mich irre wechsle. Ich war die 5, ne? Wechsel 5? Ja. Ja. Josi hat ja gerade im Chat geschrieben, zum Beispiel, es gäbe bei Schwerin ein Projekt von FF, was zurzeit nicht bewohnt ist oder so. Stimmt das? Darf er in deiner Zeit antworten? Jo. Ja, aber ich meine, wir haben 10 Projekte, ne? 10. Mehrere sind nicht bewohnt und es ist so, dass im Moment Dagelütz heißt dieses Dorf, Dagelütz-Projekt da. Das ist nicht das einfachste Projekt. Weil wir haben da ein total offenes Projekt gemacht. Jeder konnte kommen, auch jeder Asoziale, jeder Vandale, jeder, der sich hängen ließ, ne, jeder Psychopath und so weiter. Wechselwunsch.
Und es sind halt nur die gekommen mit dem schweren Rucksack, ne? Und es waren zu wenig da, die die tragen konnten. Es braucht die Starken, um die Schwachen zu tragen. Wenn keine Starken kommen, klappt das mit den Schwachen auch nicht. Und da haben wir da jetzt nur einen Verwalter in dem Projekt. Und das ist so ein alter kasachischer Bauer sozusagen. Also mit dem zurechtzukommen, ist nicht das Einfachste von den zur Verfügung stehenden Projekten. Ende. Ja, ich mache Bälle. Wechsel 4. Ja, also ich als Naturwissenschaftler kann nur davor warnen, schwierige Menschen aufzunehmen. Wir brauchen für die Kommunen die besten Leute, so wie zum Beispiel dich, Johannes. Ja? Wenn, sobald wir schwierige Leute reinnehmen, zerstören die uns die Kommunen. Das ist meine Erfahrung. Ich habe ja viele Kommunen gelebt und gemacht und finanziert und so weiter. Das geht nicht. Das hat auch Osho Bhagwan Sriharashtra gemacht, dass er die Chaoten aufgenommen hat, die Obdachlosen. Und die haben dann auch mit dazu beigetragen, dass sogar dieses 10.000-Menschen-Kommune-Projekt restlos zerstört wurde am Ende. Also wir brauchen gesunde, fitte Leute, und die anderen sind vom Kapitalismus so verseucht, ja, dass sie alles zerstören können. Sagt mir, wo ich mich irre. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Nee, Also ich bin du, weit. ja doch, du hast noch Wechsel 2, ja? Ja, Ja. ja. Also ich bin gleichzeitig der Ansicht, natürlich alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Man muss auch die verlorenen Söhne und Töchter aufnehmen. Ne? Also man muss diese Offenheit für alle Menschen so groß wie möglich halten. Aber die Starken sollen endlich mal auch in dem Maße dazukommen, dass man die anderen mittragen kann. Und Piep, piep. Dagelitz ist da nicht so einfach. Es gibt einfachere Projekte. Ne? Wie empfohlen, Johannes, im Moment schon ein paar Tage in Berlin mit dabei, um die Leute zu entlasten, dass sie duschen gehen können oder so. Ne? Ist wichtiger, als jetzt wieder zu gucken, wo kann ich dann eine Nische in der Natur jetzt mir gleich erstmal ausgucken. Ende. Ja, du Wechsel 4. weißt ja, du kannst noch Konto 3 zugreifen. Reicht erstmal. Ja. Ja, Wechsel Wechsel 6. 3. Wechsel Ach 3, so, ja. Entschuldigung. Okay. Genau, also wir haben hier in Berlin die Möglichkeit, Leute mit aufzunehmen, rein zu integrieren in diese Camp-Familie, wenn man sie so nennen mag. Und ja, und wir freuen uns natürlich über Unterstützung, jetzt gerade wenn es jetzt ein bisschen eng wird, weil Gela will jetzt am Donnerstag los nach Süddeutschland. Und wir hatten auch einen Kandidaten in der Pipeline eigentlich schon fast. Und er meinte, glaube ich, auch sogar, dass er sich schon ein Zugticket gekauft hat, aber dann wohl die Nacht nicht geschlafen und Sorge, dass er dann wieder irgendwie einen Absturz bekommt und dann doch nicht gekommen. Und also es ist wohl gar nicht so einfach für die Leute dann, auch wenn die dann schon angetriggert sind, dass sie dann wirklich dann wirklich dann kommen so, ne? Also es ist da scheint es auch teilweise so Hemmschwellen zu geben, Piep, aber wir freuen uns hier über Verstärkung. Danke. Ja, Wechsel. Wechsel 4. Ich will nur ganz kurz betonen, dass ja bei euch in Berlin niemand erfroren ist. Ja? Du frierst ja nicht, Janik. Also es ist doch schon ein gewisser Komfort da. Ne? Wechsel. Wechsel 3. Ach so, ihr habt kein Konto mehr. Wir müssen erst die Okay. anderen zu Wort kommen lassen. Die können Okay. ja euch fragen. Die können euch ja fragen zur Lage in Berlin. Also 5 hat Wechsel noch 6. was und 6 hat noch was. Genau, also ich wollte noch sagen, also vielen Dank, lieber Öff-Öff, dass du die Wandelgespräche weitergeführt hast, jetzt ein ganzes Jahr mehr oder weniger alleine. Wie ich das bei Jannik hat auch mal geholfen, die Stellung zu halten. Also ganz, ganz vielen Dank. Weil die sind ja in einem gemeinsamen Zoom-Call entstanden und wir haben sie am Anfang im Team gemacht und jetzt der Öff-Öff ganz alleine. Juhu! Also ganz, ganz vielen lieben Dank und auch für deine Wertschätzung, Dylan, dass dieser Raum, den wir gemeinsam kreiert haben, mal so in einem Online-Kongress, ja, dass du den so schätzt und ich, ja, schätze ihn auch. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur noch so wenig Frauen dabei sind. Deshalb bin ich auch oft selber nicht mehr so dabei.
Genau, aber ich fand es spannend und schön, dass wir uns getroffen haben. Wechselwunsch. Genau, und ja, also meine Einladung, schaut mal auf meine Another World-Seite. Ich brauche auch totale Unterstützung. Ich komme vielleicht auch nach Berlin, wer weiß. Ich überlege es mir mal, ja. Hat mich schon angesprochen und bringe meine Postkarten von meinem Buch vom Leben ohne Geld, der Vagabundenblog, vorbei. Ja, nur ganz kurz als Unterbrechung, Wechsel 4. Ja, ganz kurz. Ja, leider, das habe ich in der letzten Sendung erklärt. Übrigens, samstags und montags sind diese beiden Sendungen, die ich so toll finde. Ich habe es in der letzten Sendung erklärt, warum es leider biologisch so ist, dass tatsächlich weniger Frauen teilnehmen, weil tatsächlich die meisten Frauen vom Kapitalismus stärker gefangen sind als Männer. Das ist eine bestimmte genetische Thematik. Wechsel. Oder Ende. Na, wo ist da noch eine Uhr? Also, nee, du hast ja noch Zeit, genau. 6 und 5 haben noch Zeiten. Achso, wenn ich ganz kurz was sagen darf dazu. 6 und 5, ja? Ja, Silvia, könntest du mir das vielleicht nochmal schicken, deine Homepage Another World? Und auch, wie dieses Buch heißt und in der Blog. Weil ich das jetzt gerade, weiß nicht so genau. Ja? Dann sage ich das gerade nochmal. Wechsel 6? Ja. Also die Seite heißt anotherworld.site, S-I-T-E. Mein Buch heißt Der Vagabundenblock vom Leben ohne Geld. Werde ich jetzt neu rausgeben. In verbesserter Form, und da heißt es dann anders, also Silvia Fischer. Und genau, das war's, ne, was du wissen wolltest. Also www.site another world und dann ein Punkt Zeit, S-I-T-E. Ah. Danke. Genau. Schreib's auch nochmal in den Chat. Dankeschön. Ja, wenn jetzt alle alles gesagt haben, dann können wir sagen, können wir uns alle verabschieden, gell, Öffi, und können gemeinsam Tschüss rufen. Ja? Und wie gesagt, Samstag 20.15 Uhr und montags 19 Uhr sind die weltbesten Gesprächsebenen. Und ich hoffe, dir, Silvia, hat das neue System der Popperfrag mit dem gefallen. Ja? Auf jeden Fall bin ich der Meinung, das, was wir hier montags und sonntags haben, gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Ich bin ja heute das erste Mal wieder montags dabei, weil Öffi meinte, dass vielleicht die Reife dieses Montags jetzt auch bereit ist für die Popperfrag und so weiter. Ja, und ich bin begeistert, da es die einzige Chance ist, dass noch was passieren kann, bin ich da also sozusagen, ja, es wird entweder so kommen, dass wir diese 1000 Leute für unsere 11 Gemeinschaften nicht finden, oder wir finden sie. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich gar nicht mehr. Es gibt keine Alternative. Ja? Entweder wir finden die 1000 Leute oder wir finden sie nicht. Und auch ein paar hundert oder auch 100 Leute würden ja schon eine ganz tolle Veränderung für unsere Lebensqualität bedeuten. Ne? Also schon als die Gela da war, habe ich mich ja schon wohler gefühlt als vorher. Ne? Ja, seid alle umarmt durchs Internet. Und liebe Zuschauer, mitdenken, mitmachen, ne? Und zumindest 2, 3 jetzt mal irgendwann nach Berlin, raus aus den Ecken, so mit genau. Und Computer. Und hört auf mit dem Aberglauben, ihr könntet den Kapitalismus irgendwie doch noch Glück finden. Geht nicht. Ist unmöglich. Und Gela meinte sie, dass sie eventuell oder dass sie in den Rauhnächten wohl dazukomme zum Gespräch hier. Ich glaube, die sind am Anfang des Jahres oder so. Okay.
Ja, also ja, dann immer alle willkommen. Immer dann alle tschüssi willkommen. Bis Samstag und Montag. Gell? Tschüssi alle. Tschüss. Winke, winke. Ciao. Winke, ich wink auch nochmal hier vor meinem Bild. Ne? Winke, winke, winke. Tschüssi. Macht's gut. Tschüss.